Wurst, soll ich ein Angebot machen? Hallo? Ihr müsstet mit mir reden, das wäre nicht schlecht. So, hier, pass auf, hier, einmal den Tiroler Schinkenspeck dabei, wir fangen klein an. Schlachtewurst dabei, 15, eine schöne weiße Salami dabei, eine Sommerwurst da rein, eine lange französische dabei, 8 Pfefferbeißer, gebe ich auch noch mit rein, hier die italienischen mit dabei und wer Spaß am Essen hat, die teure Chambelle, französische Baguette-Salami, 15 Euro komplett. Da müsst ihr einbrechen und klauen, dann habt das billiger, aber nur dann. So, die Marktschreier sind in Hagen das erste Mal hier auf dem Friedrich-Ebert-Platz. Das Ganze in Zusammenarbeit mit der Hagen-Agentur und der Vollmecker-Galerie. Und wir haben das große Glück, hier einen richtigen Champion bei uns zu haben. Das ist der Wurst-Achim, wenn ich das richtig sehe. Ja, richtig. Das ist nämlich, ja, ich habe gelesen, eines der lautesten Lebewesen. Nee, der lauteste. Mein Weltrekord steht mittlerweile seit vielen Jahren schon. 110,2 Dezibel. Dann haben wir das wenigstens auch schon korrigiert. Genau. Schinkenspeck dabei. Eine weiße, eine dicke, eine Sommerwurst, eine französische, Pfefferbeißer, die dicke und die schöne Baguette-Salat. Aber Champion haben wir gesagt, der hat schon einiges zu einigen gebracht. Und zwar jetzt nicht an Kohle, wie wir gerade gesehen haben, wie er hier die Tüten verkauft, sondern an Titeln. Ja, ja, viele deutsche Meisterschaften gewonnen mittlerweile. Ja, und ist auch der Amtierende im Moment. Ne? Und auch der Amtierende, genau. Wie schafft man das? Wie wird man? Ach ja, viel Fleiß, das ist erstmal schon mal vorab. Viel Fleiß, viel Arbeit und natürlich viel Witz, viel Humor, viel Lautstärke beim Verkaufen. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, unsere Ware. Wir müssen immer erstklassige Ware für einen tollen Preis haben. Sonst funktioniert es auch nicht. Das ist also ein ganzes Konzept, was dazugehört. So, wer möchte denn jetzt noch was mitnehmen, mein Fisch? Wer hat noch Interesse? Heute ist Freitag, heute ist Fischtag. Normalerweise findet man den Marktschreier in Hamburg auf dem Fischmarkt, heute hier in Hagen. Gestern war schon so ein richtig toller Tag. Ja, super. Ja. Was sagen die Marktschreier, was sagen auch so die Kollegen? Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, jetzt schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gestern, selbst heute bei Regen, habe ich gut zu tun. Kann ich nicht klagen. Gestern war schon ein super Einstieg. Und wenn das weitergeht bis zum Sonntag, dann sieht das sehr, sehr gut aus. Und damit haben wir nämlich auch das Stichwort, bis Sonntag kann man sich nämlich hier noch vergnügen und kann man kaufen. Leute, bringt Geld mit, kann man sagen. Unbedingt. Und kauft reichlich Wurst. Bei mir gibt es ein halbes Schwein für 15 Euro.